Okay, what is this? Eine Tür. Bitte kein Monster dahinter. Ja, ich wusste es, aber sowas von. Drei! Ich sagte keins, nicht drei. Spreche ich so undeutlich. Hier ist aber auch nichts. Ich möchte mich der Monster ungern entledigen, denn wie gesagt, habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Komme ich hier wieder raus? Ja, gut. Wie gesagt, ich will mir die Munition für den Endboss sparen. Denn einige Endbosse, zum Beispiel in Silent Hill 1, können fliegen. Weshalb man sie nicht einfach so treffen kann mit Nahkampfwaffen. Ich überspringe es, ihr könnt es lesen. Indem ihr das Video stoppt. Okay. Das ist eine Geburtstagskarte. Der kleinen Claudia, herzlichen Glückwunsch zum 6. Geburtstag. Ich liebe dich wie meine richtige Schwester. Auf dich. Sie hatte eine Schwester. Ha, Tarotkarte. Wir brauchen 5. Wir haben. Wie viel haben wir? Eine? Ah nein, drei, drei. Ja klar, ich habe zwei ja weggelegt, schon reingemacht. Also haben wir insgesamt drei. Das war es auch schon in diesem kleinen Abschnitt. Nein! Ey, Bob! Bob, mach das nicht! Gut, Kalkulation. Kalkulation. Ich habe 30 Patronen für die Pistole. Ich mache eine kleine Maschinengewehrsache hier wieder draus. Nur so lange, bis er umfällt. Er ist jetzt noch nicht tot. Ich glaube, ich könnte ihn sogar tot treten. Nein. Deshalb wollte ich das nicht machen. Okay. 32 Schuss habe ich jetzt verbraucht. So, das war's mit Bob. Das ist auch so lächerlich, dass. Guck mal hier, ich komme hier. Ach so, ja, okay. Ah, gut. Ich bin dir ausgewichen. Hier gibt's nichts, okay. Damit ich nicht nochmal in die Blutlust verfalle, lege ich lieber das Maschinengewehr weg. Okay, was wir brauchen, sind zwei Tarotkarten. Zuerst speichere ich. Ich habe jetzt zumindest mal gelb als Status und nicht mehr rot. Obwohl ich will. Habe ich. War ich eigentlich schon. Gut. Ich will gar nicht sehen, wie der Hauptraum jetzt aussieht. Eigentlich noch ganz normal. Okay, gut. Dann speichere ich hier erstmal. Keine Angst, das heißt nicht, dass es jetzt schon endet. Ich meine, ich habe Ferien, alles ist toll, ich sterbe, juhu. Was ist das? What is this? Würde ein gewisser Harald Maurer jetzt sagen, wenn er noch leben würde. Pikau! Aber. Okay. Ach so, das Picao kam ja erst nach seiner Zeit. Man muss auch ein bisschen chronologisch korrekt bleiben. Jetzt gehen wir hier rechts durch. Wie gesagt, ich check jetzt noch mal alle Räume. Habla, habla, blub. Nee, ich check jetzt noch mal alle Räume durch. Dass ich auch ja keine Tarotkarte einfach so vergessen habe. Das ist so lächerlich. Ich werde in der Höllendimension von Monstern zerstückelt, habe keinen Heiltrank und suche Tarotkarten. Meine Zukunft sollte mir spätestens zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon gewiss sein. Okay, vielleicht im Regal. Ah ja, es war der Tiefenschärfe-Effekt hier. Okay.
Hier hoch. Ah, hier ist das Bild, ja. Ja, stimmt, hier war dieser ganze Komplex. M wie Marco. Warte. Jemand in den Kommentaren hat gesagt, irgendwo anders wären ebenfalls blutige Fußspuren gewesen, die mich ja möglicherweise in einen Geheimgang führen, in dem eine weitere Tarotkarte liegen könnte. Es ist keine Frage der Potenzialität, es ist eine Frage der Tatsache. Oh mein Gott, jetzt fängt hier auch alles an zu bluten. Seit ich diesen Schlüssel aufgehoben habe, großer Raum, erstmal den wieder durchchecken. Ah! Ich bin hier, du bist da, wenn du hier bist, bin ich tot. Nein. Abwehren. Schlag, Schlag, Schlag. Nein, abwehren. Los. Ja, okay. Geht eigentlich noch. Mein Controller vibriert nicht allzu stark. Okay. Ihr seht schon, mit Nahkampfwaffen kann ich überhaupt nicht umgehen. Womit ich auch nicht umgehen kann, ist halt die Tatsache, dass ich sterben werde. Hier ist die Bibel. Das Buch, ja. Das Buch. Wo ist es? Nein, ein Blatt Papier. Habe ich das Buch im Inventar? Ihr seht gleich möglicherweise, von welchem Buch ich rede. Prüfen. Ah, okay, gut. Das erklärt das Siegel, ja. Talisman. Das ist eine Erklärung zum Talisman. Jemand sagte, der Talisman könnte möglicherweise hereinpassen. Tut er, soweit ich das sehen kann, nicht. Was ja auch kein Problem ist. Es war eine interessante Theorie, die es nachzuprüfen galt. Aber jetzt sind wir damit fertig. Sind wieder im blutigen Raum und müssen in den Aufzug. Ich bin wieder in der gleichen Situation. Kein Leben. Das ist ja auch höllenschwer. Ist mal im Ernst, dieses gesamte Spiel kam mir verdammt schwer vor im Vergleich zu anderen gewissen Silent-Hill-Teilen. Ich meine, die Rätsel waren alle ziemlich leicht, aber ich rede von den Gegnern. Das sollte klar sein. Was soll das denn jetzt? Hier ist doch... Ja, gut. Tu, was du willst, wann du es willst, wie du es willst. Nein. Oh nein. Nein! Ah, muss ich von der Planke springen? Geil, ich bin nur mit einem Schaden durchgekommen. Wo gehen wir entlang? Hier. Eine super Tür. Wunderschön. Und ich hoffe, ich habe gespeichert, nachdem ich die andere Tarotkarte gefunden habe. Das Wissen fehlt mir allerdings. Ah, das sind die beiden Bobs. Und hier ist dieser Tür. Dieser Tür, der Tür.